Und ich bin Filmmaker. Wir machen keinen Kick. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns in der Abt Sportsline GmbH. Und heute ist der letzte Tag unserer Bewerberphase. Ne? Das heißt, jetzt gerade hinter dieser Kamera steht nicht der Leo. Was geht ab? Servus. Hi. Steht der Leo? Ich bin der Leo. Ich bin jetzt heute hier bei meinem Probetag. Schauen wir uns mal an, oder? Wir schauen uns mal an. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Er ist Allgäuer, ne, also Heimvorteil. Das heißt, wir verstehen uns schon mal, was das angeht. Und wir haben heute einen SQ7 am Start. Wir werden ein bisschen das Auto zeigen, werden ein bisschen Licht zeigen, durchs Allgäu fahren. Ja. Und Jens ist auch dabei. Jens darf auch mitfahren. Ja, ich würde sagen, wird nice. Ja. Machen wir das Beste draus. Check mal's ab. Bin sehr gespannt. Ja. Und wir starten einfach mal. Let's go. Facelift, den wir jetzt vorbereitet hatten. Ja, wir können aber kurz, lass uns mal näher kurz gehen. Nee, oder? Team Antichrom. Team Antichrom, egal, aber wir haben ja für jeden Bewerber ein Auto vorbereitet. Einfach, dass wir was haben, dass wir so ein bisschen Leitfarbe haben, eine Story und ein Thema. Aber der Leo ist mit seinem eigenen Auto gekommen und das ist ein RS3 und er meinte gerade so, hey, wir können eigentlich auch mein Auto nehmen. Und ehrlich gesagt finden wir das beide eine gute Idee. Ja, der hat aber auch Alu-Kit. Hä? Der hat aber auch Alu-Kit. Das eiert doch nicht. Nein, dann steht der denn überhaupt? Wo ist denn der? Nein. Komm, wir gehen mal hin. Nee, aber das finden wir, glaube ich, cool. Ne? Das ist dein eigenes Auto. Erstmal danke, dass wir es fahren dürfen. Links? Ich glaube, da hinten irgendwo. Zu verstecken. Ihr wisst Bescheid, oder? Ich wollte jetzt gerade übrigens nicht dissen, so mit diesem Team Antichrom, also weil bei dir ist ja ein bisschen Chrom dran, also sieht auch geil aus. An dem Auto ist nicht alles gemacht, Kamera läuft, oder? Dann ist nicht okay. Ja, läuft. Nee, aber erzähl doch mal, was gemacht ist. Also Felgen hast? Felgen, Fahrwerk? Ja. Fahrwerk ist H&R, Gewinde. Mhm. So neue Bremse drauf machen lassen, die Wave-Scheibe, die war davor, hatte ich die Runde, aber die hat so laut gepfiffen. Oder? Und darum habe ich jetzt die Wave-Scheibe drauf. Passiert ab und zu mal beim RS3, ja, dass die Bremse pfeift. Ja, Leistung ist 402 Serie. Okay. Der sei anscheinend so mal auf der Rolle gewesen. Die streuen ja nach oben. Ja. Cut hat da drin, ansonsten. Achso. Ah, okay. Achso. Ja. Geil. Also der macht hier ordentlich. Macht der Krach. Ja, nice. Ja, dann würde ich sagen, steig mal ein. Soll ich jetzt fahren oder fährst du jetzt? Soll ich fahren? Ja, du kannst gerne fahren. Sport. Ja, okay. Ja, du bist eigentlich mehr zum Kamerajob jetzt. Sonst zeige ich jetzt die Kamera und er fährt so. Okay. Nee, das passt. Du kannst fahren. Du bist Rennfahrer und ihr denkt, Art Sportsline, vielleicht ganz gut versichert. Wir sind versichert. Wir kriegen das hin. Wir steigen ein. Soundcheck. Sound. Sound. Ja, wir sind ready. Was schießt der Mann? Maschinengewehr. Das ist schon gut, ne? Es ist schon gut. Ja. Zero fucks given, ey. Aber ist echt gut, ne? Ja, Serie, ja, aber. Da kommen echt Dinger raus, da denke ich mir echt, heilige Scheiße. Er knallt schon durch. Ja. Ist aber eigentlich schlecht jetzt, weil das. Wenn wir das jetzt wieder als Referenz im Kopf haben und das nächste Mal dann so OPF einmal fahren, dann werden wir sagen, oh Scheiße. Könntest du ja das Sound von, ja. Ja genau, wir nehmen es einfach dann drunter ab. Wir nehmen das als Referenz jetzt für den 15er einfach mal mit rein. Ne, das ist schon mal vielversprechend, deswegen. Ja, stabil. Chillig. Oh, warte mal. Kannst du kurz den Lichtschalter auf zweimal nach rechts. Was ist das denn, ey? US-Standlicht. Hast du es gesehen?
Warte, schau mal das an. Schau mal. Ach, Quatsch. Schau mal. Die ist noch anders? Ja wild. Nee. Schon laut das Ding. Hinten vor allem wahrscheinlich, ja, oder? Ja. So, Take Nummer 2. Erzähl doch mal, also so ein bisschen was über dich. Wir wissen jetzt, dass du aus dem Allgäu kommst. Ja. Wie alt bist du? 22. 22. Und wie bist du so zum Thema Videografie gekommen? Also was hat dich... Ja, ich habe halt damals als kleiner Bub angefangen, schon halt so Skivideos zu machen. Kleiner Bub? So Sportsachen von uns, halt Trampolin springen und lauter so Gedöns. Daniel, da hat gerade mein kaltes Auto. Drauf, nicht, ja. Wie, der ist doch kalt. Das ist schon warm. Und so, ich habe dann irgendwann halt mal jemanden kennengelernt, der das zusammen mit mir machen wollte, professioneller. Und dann haben wir uns halt selbstständig gemacht, damals neben der Ausbildung. Und haben halt immer mehr dazu gelernt. Dann wurde das immer professioneller. Und dann eben, wie in meinem Video schon gesagt, halt auch für Unternehmen. Und ja, und dann habe ich eben die Selbstständigkeit unterbrochen, weil ich Prüfungsphase hatte damals. Und dann habe ich mich schon mal hier beworben beim Daniel. Ja, stimmt. Hat nicht funktioniert, aber bin wie Menderes, ich gebe nicht auf. Du bist der Menderes, der unsere Hörer war. So. Geil. Ja, jetzt 2 Jahre später sitzt hier und jetzt. Der war gut, ey. Ja, aber sei ehrlich, der Take war jetzt auch besser. Ja. Oder? Punkt. Kurz pausieren, ich soll den laufen lassen. Das gefällt mir doch hier. Titel: Ich crashe Leos erst. Ja, genau, stell dir vor, ey, der hat es geschafft. Ey. Die da oben ist eng. Jetzt kommt eine kleine Kurve und dann geht's weiter. Ja, das Navi anmacht, ey. Dass du dir ein bisschen was vorstellen kannst. Leon einfach nur Todesangst um seine Auto gerade. Jetzt kommen 2 echt enge Kurven. Ja, Alter. Ich hab gerade tatsächlich Todesangst. Ja, schon ein bisschen rutschig auf jeden Fall. Ja, voll. Weißt du, das ist natürlich das erste Mal, dass ich mit einem Rennfahrer in der Karre sitze und dann auch noch in meiner. Achtung. Achtung, Alter. Okay, hör auf. Das ist mein erstes Mal. I am so sorry, man. Ich hab gefühlt die ganze Kamera verstellt. Also, keine Ahnung, das erste Mal so bei einem Rennfahrer, der wirklich weiß, was er tut. Also, ein normaler Kumpel von mir würde jetzt natürlich nicht so hier. Der vorgibt, aufbauen, zu wissen, was er tut. So, Leute, Skigebiet hier. Ne? Hat uns jetzt der Leo hier hingeführt. Ne? Das ist seine Heimat hier. Mehr deine Heimat wie meine auf jeden Fall. Ich wusste erstmal nicht, was dahin geht. Aber ich war ja auch schon beim Skifahren, beim Board war ich hier. Damals war ich noch Boarder. Jetzt hast du gewechselt auf Skifahren, ne? Genau. Jetzt gehen wir hier schön was essen in der richtig klassisch traditionellen schönen Küche. So, Leute, wir haben hier mieses Wetter. Wir mussten uns gerade richtig beeilen, weil es hat einfach maximal angefangen zu schneien, als wir dort oben am Hang am Bergle waren. Ne? Am Allgäuer Bergle. Aber trotzdem hat der Leo bei dem miesen Schneewetter sich rausgewagt, um für euch einen Carporn zu drehen. Und ich glaube, den werden wir jetzt mal reinballern. Deswegen viel Spaß. Hier ist der Carporn von Leo über seinen eigenen RS3. Let's go. Das war's, Leute. Ne? Bevor du es jetzt hier komplett einpasst, erstmal an dich vielen, vielen Dank. Ja, mich hat mich auch gefreut. Sehr gefreut. Ja, nice. Und es bedeutet jetzt, Leute, dass die Bewerberphase abgeschlossen ist. Ne? Stand jetzt habe ich ja noch kein Video gesehen. Ihr habt jetzt alle gesehen. Wir werden unsere Meinung bilden, unsere Entscheidung treffen. Bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und du darfst, so wie jeder Bewerber, das letzte Wort haben. Ne? Du darfst dich verabschieden. Ja, auch nochmal. Keine Ahnung, kannst du mal Breakdance machen im Podcast? Ja, Alter, Maschine! Das war doch ein fresher Abschluss. Ja, nee, also
War auf jeden Fall nice. War cool, euch kennenzulernen endlich mal. Habe ich das Ganze auch mal so miterlebt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir haben die Kirschspatzen geschmeckt. Und ja, auf jeden Fall. Lasst euch überraschen, Jungs, und dann haut's rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Nothing can stop me. I'm all the way up.